Russland und China haben im UN-Sicherheitsrat eine Verlängerung der grenzüberschreitenden Hilfen für die notleidende Bevölkerung im Nordwesten Syriens vorerst blockiert. Beide Länder legten nach Angaben des deutschen UN-Botschafters ihr Veto gegen einen Resolutionsentwurf ein. Der war von Deutschland und Belgien eingebracht worden und hatte eine Verlängerung der Hilfen um ein Jahr vorgesehen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin hob hervor, dass die humanitäre Situation in Syrien bereits jetzt katastrophal sei. Die Corona-Pandemie werde die Lage absehbar weiter verschärfen. In Nordwestsyrien seien rund 2,8 Millionen Menschen von den überlebenswichtigen UN-Nahrungsmittelhilfen abhängig.